Die Deadline für die Steuererklärung naht und viele Millionen Selbstständige fragen sich jetzt, was ist eigentlich der beste Weg und die beste Methode, diese Einkommensteuererklärung zu machen? Wenn du dir diese Frage auch stellst und dir nicht ganz sicher bist, ob du Elster Online oder ein Steuererklärungstool verwenden solltest, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du hast im Wesentlichen drei Möglichkeiten, deine Steuererklärung zu machen. Die erste Möglichkeit ist, du berechnest alles selbst und nutzt dann Elster Online. Elster Online ist das Online-Portal vom Finanzamt. Das heißt, du benutzt eigentlich das Interface vom Finanzamt und trägst da einfach deine Daten ein und gibst dann darüber deine Steuererklärung ab. Dann gibt es aber in der zweiten Gruppe auch eine ganze Reihe an Softwarelösungen, die dir das vereinfachen wollen. Und als dritte Möglichkeit, darauf möchte ich hier in diesem Video nicht eingehen, möchte es aber trotzdem einmal erwähnen, ist natürlich der Steuerberater. Natürlich kannst du auch einfach all deine Unterlagen nehmen, das an den Steuerberater geben und er macht für dich die Arbeit. Ich möchte in diesem Video aber vor allem die Möglichkeiten, wie du es selbst mit einer Software erledigen kannst, genauer anschauen. Vor allem Elster Online versus Steuertools. Schauen wir uns zunächst einmal Elster Online an. Und wie ich schon gesagt habe, Elster Online ist das Interface vom Finanzamt. Und das steht auch oben links, also Elster, ihr Online-Finanzamt. Das heißt, hier siehst du all das, was du auch direkt beim Finanzamt bekommst. Und die Älteren von euch, vor allem diejenigen, die früher auch in Papierform Steuererklärung gemacht haben, kennen noch diese klassischen Formulare. Das heißt, diese klassischen Steuerformulare, meistens ein bisschen grün. Und genau das wurde digitalisiert und das kannst du über Elster Online abrufen. Das heißt, hier im ersten Schritt machst du eine Anlagenauswahl für die Einkommensteuererklärung und musst auswählen, welche Anlagen du denn auszufüllen hast. Und bei den Allgemeinangaben sind das schon mal der Hauptvordruck, Anlage Kind, Anlage Versorgeraufwand, Anlage AV, Anlage Sonderausgaben, Anlage außergewöhnliche Belastung, Anlage haushaltsnahe Aufwendung, Anlage energetische Maßnahmen und Anlage Mobilitätsprämie. Das heißt, man hat schon mal eine ganze Reihe an Anlagen und dann geht es weiter mit Privatpersonen und Selbstständigen und Unternehmern und weitere Anlagen. Man kann sich richtig bildlich vorstellen, den ganzen Stapel an Anlagen, den man da irgendwie hat und jetzt ausfüllen muss. Problematisch ist allerdings, damit du das richtig auswählen kannst, musst du natürlich wissen, welche Angaben du in welche Anlage machen musst und das ist nicht besonders selbsterklärend. Du kannst zwar auch hier Hilfe aufrufen und immer auf diese Fragezeichen klicken und bekommst dann auch eine Auflistung, das ist aber nicht immer ganz selbsterklärend und ich als jemand, der das Ganze studiert hat, eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat und auch seit ein paar Jahren in dem Bereich arbeite, muss mir trotzdem manchmal diese Hilfehinweise doppelt und dreifach durchlesen und muss manchmal auch woanders nachschlagen, um dann eigentlich zu verstehen, was wo eingetragen werden muss. Und das ist auch der erste große Nachteil von Elster Online. Das ist nicht besonders leicht zu verstehen und man sollte sich wirklich vorher auskennen, weil wenn du nicht weißt, welche Angabe du wo eintragen musst, dann bist du allein hier schon aufgeschmissen, um herauszufinden, welche Anlagen du eigentlich brauchst. Wenn wir dann starten, mit der Einkommensteuererklärung das zu erstellen, sehen wir hier links einmal die ganze Struktur. Das heißt, wir haben jetzt vor uns den ganzen Stapel an Anlagen und müssen den genauso ausfüllen. Diese Anlagen haben aber einen großen Nachteil. Und zwar manchmal gibt es so ein kleines Feld, das ist wahnsinnig wichtig, da vielleicht einen Haken zu setzen oder nicht. Und dann gibt es zwischendrin mal ganz viele Felder oder ganze seitenweise Angaben, die für dich aber gar nicht relevant sind, die du auch auslassen und überspringen kannst. Das führt dann häufig dazu, dass die wichtigen Dinge mal verloren gehen und auf der anderen Seite fühlt man sich ein bisschen verunsichert, weil man so viel Sachen auf der anderen Seite auch auslassen muss. Das heißt, die ganze Usability ist nicht besonders schön und du musst wirklich wissen, wo du was ausfüllen kannst. Und das Problem dabei ist, den Check, ob das richtig ist, was du da eingetragen hast und ob das auch überhaupt plausibel ist, bekommst du nur einmal ganz am Ende. Das heißt, du füllst alle Anlagen aus und gehst dann einmal ganz am Ende auf Prüfen und dann prüft Elster Online, ob das überhaupt Sinn ergibt, was du da eingetragen hast. Und dann kann es sein, dass du da eine lange, lange Fehlerliste hast, die du auch erstmal verstehen musst und die du dann erst abarbeiten kannst. Das heißt, du hast keine Zwischenetappen, die du irgendwie erreichen kannst. Außerdem bekommst du keine proaktiven Tipps, wo du was eventuell noch zusätzlich absetzen kannst. Und die fehlenden Steuertipps, die schlechte Usability und die umständlichen Erklärungen, was eigentlich wo eingetragen werden muss, führen dazu, dass in der Regel die Steuererstattung mit Elster Online geringer ausfällt. Und deswegen kann ich an dieser Stelle Elster Online wirklich nur für diejenigen empfehlen, die früher schon mit den Formularen sehr, sehr gut klargekommen sind und sich auch fachlich gut auskennen und einfach wissen, was sie wo eintragen können und absetzen können.
Aber wenn du dich damit auskennst, dann hat Elster Online wirklich einige Vorteile, die sich auch nicht wegdiskutieren lassen. Und der erste Vorteil ist, naja, es ist kostenlos. Alle anderen Steuererklärungstools, die wollen natürlich Geld verdienen und da kostet die Software natürlich Geld. Elster Online ist das Finanzamt. Also es ist das Interface vom Finanzamt und das Finanzamt möchte nicht Geld dadurch verdienen, indem es dir Software verkauft, sondern will halt einfach deine Steuern bezahlt bekommen. Und deswegen ist Elster Online kostenlos. Außerdem ist es auch der Fall, dass du, wenn du einen sehr, sehr komplexen Fall hast, dass da manchmal die anderen Steuererklärungstools an ihre Grenze stoßen. Und Elster Online ist auch deswegen so unübersichtlich, weil es halt sehr, sehr komplex ist und du damit wirklich jeden einzelnen Fall abdecken kannst. Wenn deine persönliche Steuererklärung sehr, sehr kompliziert ist, dann kann es tatsächlich sein, dass dir nichts anderes übrig bleibt, als Elster Online zu verwenden, weil das das einzige Tool ist, was wirklich jeden einzelnen Fall abdecken kann. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe an Steuertools. Und all diese Steuertools haben im Wesentlichen eine gemeinsame Mission. Und zwar wollen sie es einfacher machen als Elster Online. Da gibt es zum Beispiel Taxfix, die sind medial sehr, sehr präsent. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal Taxfix exemplarisch für diese Steuertools an. Es gibt auch noch Steuerbot und Smartsteuer und Wundertax und Steuersparerklärungen und Wieso und wie Sand am Meer. Also es gibt viele, viele, viele dieser Tools. Und die alle machen in erster Linie diese Anlagen etwas einfacher, und zwar durch ein Interviewformat. Und das schauen wir uns einfach mal, wie gesagt, exemplarisch bei Taxfix an. Ich möchte hier jetzt an dieser Stelle nicht sagen, dass alle Tools sowieso komplett identisch sind, sind sie nicht, aber von der Logik her ja. Das heißt, hier gibt es Frage- und Antwortspiel und Steuerbot ist halt, wie der Name sagt, eher als ein Bot. Das heißt, da hast du Chatnachrichten, die du hin und her schickst. Taxfix ist ein bisschen anders. Viele dieser Tools haben auch eine mobile App. Ich zeige dir jetzt hier einmal die Browser-Version, aber die meisten davon gibt es tatsächlich auch als App im App Store oder im Play Store. Und man sieht ja auch schon, dass das Ganze sieht ein wenig hübscher und interaktiver aus. Das heißt, als erstes muss ich beantworten, habe ich schon meine Steuererklärung eingereicht. Dann ist natürlich mein Beziehungsstatus wichtig und ich bin verheiratet. Dann muss ich zum Beispiel angeben, haben wir zusammengelebt oder nicht, steuerlich relevant, ja, habe ich gemacht. Dann geht es hier um Einkunftsarten, das heißt, welche Einkünfte hatte ich, hatte ein Gehalt, ich hatte Kapitalerträge und ich war natürlich selbstständig. Das heißt, du musst gar nicht wissen, in welche Anlage jetzt dein Angestelltenverhältnis landet oder deine Selbstständigkeit, sondern das Ganze wird einfach abgefragt und im Hintergrund sammelt Taxfix oder das andere Steuertool die Daten und trägt natürlich ganz am Ende die Daten auch richtig ein. Aber du musst jetzt nicht wissen, dass du die Anlage N abgeben musst, wenn du irgendwo angestellt bist, sondern das macht Taxfix für dich. Das heißt, du hast einfach eine bestimmte Anzahl an Fragen, die du beantworten musst. Und auch ganz wichtig, das Ganze ist intelligent. Wenn du einmal sagst, dass du keine Kinder hast, dann musst du auch anschließend nicht noch 27 Felder ausfüllen, wo es eventuell um Kinder geht, sondern das System und das Interviewprozess merkt sich, okay, du hast keine Kinder, also fragen wir dich nicht weiter nach den Kindern. Das spart dir natürlich wahnsinnig viel Zeit, erklärt dir aber auch eine ganze Reihe an Dingen. Weil wusstest du, dass du den Verkauf von Kryptowährungen versteuern musst? Wenn nicht, dann solltest du dir unbedingt das Video anschauen, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Oder du trägst halt hier einfach ein, dass du Kryptowährungen verkauft hast in dem Jahr und dann wurdest du ja darauf hingewiesen. Das heißt, der ganze Interviewprozess und auch die zusätzlichen Informationen, die in dieser App stehen, die helfen dir dabei zu verstehen, was du versteuern musst, helfen dir aber auch natürlich dabei zu lernen und zu wissen, was du eigentlich alles absetzen kannst. Und das führt in der Regel zu einer höheren Steuererstattung. Diese Tools helfen dir in den allermeisten Fällen, mehr Steuern zurückzubekommen. Dafür kosten sie aber auch ein bisschen. Und die allermeisten Tools, die kosten so ungefähr zwischen 30 und 50 Euro. Da gibt es manchmal Aktionen, manchmal gibt es bestimmte Dinge, wo du mehr und weniger zahlen musst und so weiter. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, all diese Tools kosten ungefähr 30 bis 50 Euro, sind es aber in der Regel wirklich wert. Weil in der Spitze hast du eine Mehrsteuererstattung von ungefähr 1000 Euro mit diesen Tools, einfach weil du mehr weißt, was du eigentlich so absetzen kannst. Kommen wir aber zu den größten Problemen dieser Tools. Grundsätzlich würde ich ja sagen, du bekommst eine höhere Steuererstattung, es geht schneller und einfacher. Ey, warum sollte man das nicht benutzen? Der Grund, warum das für viele Menschen schwierig ist, ist, dass sie viele komplizierte Fälle nicht abdecken können. Und ein schwieriger Fall ist beispielsweise, ich gehe einmal kurz vor, wenn wir sagen, du bist selbstständig und gehen auch weiter, dann steht da, Selbstständige und Unternehmer können leider nicht abgedeckt werden. Du und ihr als Selbstständige seid leider schon ein steuerlich gesehen zumindest ein komplizierter Fall,
was dazu führt, dass die allermeisten dieser Tools für euch nicht gehen. Und da bleiben ehrlicherweise leider nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten übrig. Große Shoutout an dieser Stelle geht raus an Smartsteuer. Smartsteuer ist wirklich fast das einzige Tool, was du nutzen kannst, wenn du selbstständig bist. Und du kannst damit auch nicht nur deine Einkommensteuererklärung machen, sondern auch deine Gewerbesteuer und die Umsatzsteuererklärung. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich. Aber Taxfix, Steuerbord und so weiter, die kannst du als Selbstständiger leider nicht benutzen. Deswegen an dieser Stelle große Empfehlung, geht raus an Smartsteuer. Den Link zur Webseite findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du das nicht nutzen möchtest, bleibt dir noch Elster Online oder halt ein Steuerberater. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen kleinen Überblick darüber geben, welche Möglichkeiten du hast, deine Steuererklärung abzugeben, und vielleicht hilft es dir dabei, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du Selbstständiger oder Freiberufler bist, dann hast du leider nur eine sehr eingeschränkte Auswahl. Dir bleibt aber natürlich auch noch eine andere. Und zwar kannst du den ganzen Krempel an den Steuerberater abgeben. Wenn du dich für einen Steuerberater entscheidest, solltest du aber immer darauf achten, dass dieser Steuerberater sich idealerweise genau auf diese Problematik, die du hast in der Steuererklärung, konzentriert und spezialisiert hast. Wir zum Beispiel sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen wirklich auch nur Freiberufler und Selbstständige. Das heißt, wenn du Freiberufler oder selbstständig bist und sagst, ich würde das Ganze gerne an einen Steuerberater abgeben, dann lass uns reden. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Ansonsten kannst du aber auch erstmal die ganzen anderen Reviews zu Elster und sonstigen Steuererklärungstools anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.